Die meisten hier auf YouTube sagen dir, du solltest in Aktien investieren. Aktien ist das perfekte Geschäft, um vermögend zu werden. Heute werden wir mit Kilian über unsere Erfahrungen in dem Bereich sprechen und dir erklären, warum eigentlich Aktien dich arm machen können. So, lass uns damit erstmal starten. Wann hattest du die ersten Berührungspunkte oder die ersten Berührungspunkte mit Aktien? Also ich habe das erste Mal in Aktien investiert, da war ich sehr, sehr jung. Ja. Mit eigentlich 18 so ziemlich. Ja. Das ist jetzt 7, 8 Jahre her. Und ich habe damals bei der ING Liber ein Depot gehabt und da gab es einen Fonds, das hieß glaube ich Mikrobiologie und im Endeffekt war das ja, ganz kleine Technik, also Medizintechnik eigentlich, mhm. waren die meisten Unternehmen da drin und der ist um 300% gestiegen in einem Jahr. Da dachte ich mir, okay, das ist cool. Mhm. So, wenn ich dann da reingehe und dann da reingehe und dann da reingehe, dann baue ich damit viel Kapital auf und kann dann von den Aktien leben. Und dann habe ich sehr schnell verstanden, das funktioniert so gar nicht. Also mhm. Aktien sind nichts, wo du irgendwie schnell irgendwie vermögend wirst. Und gerade wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwo zwischen 20 und 30 bist und du willst wirklich relativ schnell dein Einkommen erhöhen, dann sind Aktien gar nicht das Richtige, weil es ist halt sehr passiv. Ja. Die Rendite ist dementsprechend halt auch nicht so hoch eigentlich verglichen zu vielen anderen Sachen. Auch jetzt durch die Inflation, jetzt haben wir ja. fast 6 bis 8%, also es sind vielleicht sogar mehr. Ja? Keiner möchte es laut sprechen, guck mal einfach die Preise. Ich lebe jetzt seit 3 Jahren privat in Dubai und ich kann dir sagen, die Preise vom Restaurants und allen haben sich an Dubai angepasst. Ne? Haben sich wirklich angepasst. Das ist nicht normal. Also viele fragen mich, wie kannst du dir das Leben in Dubai leisten? Ich stelle einfach manchen die Frage, wie kannst du dir das Leben in Deutschland mittlerweile leisten? Vor allem, wenn du so einen Lifestyle hast wie wir, ja, dass du einfach rausgehst. Also wir waren in keinem Restaurant, wo wir weniger als 200 Euro bezahlt haben. Jetzt, ja, und wir waren nur 4, 5 Leute halt. Ja. Ja. So, im Endeffekt, ja, also Aktien reichen nicht, um dir was aufzubauen. Ich habe dann auch relativ schnell verstanden, ja. da wo ich hin will, also dass ich mit Mitte 20, Mitte 30 ein geiles Leben lebe, so dieses Leben lebe, wie ich es jetzt auch lebe, dass ich ja. Mitarbeiter habe, dass ich Büros habe, dass ich um die Welt reisen kann, dass ich genug Geld habe eigentlich für alles, was ich mir zu machen oder erfüllen möchte, das kriege ich mit Aktien nicht hin. Und deswegen habe ich dann, obwohl ich damals in eine gute Aktie investiert habe, weil ich habe sehr früh, ich war Elon Musk Fan schon damals, ja. habe in Tesla investiert. Ja. Nicht, weil ich gut analysiert habe, sondern weil ich Elon Musk gefeiert habe. Mhm. Auch nicht vielleicht die beste Investmententscheidung, aber es hat sich ja ganz gut entwickelt. Aber trotzdem habe ich habe das Geld rausgenommen, obwohl ich mir sicher war, dass es durch die Decke geht, weil ich gesehen habe, ich muss mit dem Geld arbeiten. Also diese paar Prozente, die bringen nichts. Und dann habe ich überlegt, was machen die Leute eigentlich, die jetzt mein Geld nehmen? Ja, richtig. Weil die Unternehmen sind ja auch nicht dumm, dass die externes Geld annehmen. So, das heißt zum Beispiel, nehmen wir mal Firmen, die in Aktien, sage ich mal, oder an der Börse sind. Das heißt, sie nehmen das Geld auf und sie machen meistens damit Projekte. Was sind das? Meistens Handel. Ja? Das heißt, Nike-Schuhe, Adidas-Schuhe. Adidas, aber auch ja. also selbst Tesla, also die ja. produzieren halt noch. Ja, produzieren Autos. Die hat, das heißt, jeder hat ja Produkte. So. Genau. Und die Frage lautet, warum machst du es nicht, wie wir das machen, wie unsere Klienten das machen? Denn du brauchst nicht so viel Geld wie in Aktien. Das heißt, Aktien ist nicht schlecht. Ich bin ja selbst in Aktien investiert. Und das auch ist wieder. Eine gute Anlage, um, sag ich mal, das Geld einfach zu halten für ja, die nächsten 20, 30 Jahre. Irgendwann wird man ja alt, wird man, sag ich mal, in die Rente gehen. Ist ja auch eine gute Absicherung. Aber um richtig Geld zu machen, machen wir ja Handel. Ja, das heißt, hier zum Beispiel, vielleicht magst du die Geschichte mal von Leonie erklären. Ich erzähle das mal daran. Bei mir war es aber genau ja. das Gleiche. Wenn du jetzt so 10.000 Euro hast, und du legst es an in Aktien und du rechnest mit einer durchschnittlichen Rendite von 8 bis 10, 15 Prozent, kriegt ja nicht niemand hin, ja, also ja. eher 8 bis 10 Prozent maximal. Ja. So, dann hast du Inflation von 6 bis 8 Prozent, also bist du irgendwie, sagen wir, 2 bis 4 Prozent im Plus. So, das bringt dir halt nicht viel. Wenn du jetzt in Produkte investierst, das heißt, so sagen wir, du kaufst Produkte ein für 10.000 Euro. Mhm. So, dann verkaufst du es. Und du hast dabei eine Marge von 20, 30 Prozent. Mhm. Das heißt, aber das ist eigentlich gar nicht die richtige Rechnung, wenn du es mit Aktien vergleichst, sondern du musst auf den Return on Invest gehen. Und da sagen wir, der Return on Invest sollte bei 80 bis 150 Prozent sein mhm. im Handel mit physischen Produkten. Und das ist dann eigentlich interessant, weil du investierst 10.000 Euro und sagen wir, du brauchst jetzt 3, 4 Monate, um es abzuverkaufen. Sagen wir mal einfach 4 Monate. Dann hast du aus den 10.000 Euro danach 18.000 Euro gemacht, die du jetzt als quasi neues Startkapital hast. Mhm. Und jetzt verkaufst du die Ware ja nicht einmal im Jahr, sondern die dreht sich ja. Das heißt, richtig. Du investierst dann die 18.000 wieder und
dann brauchst du halt wahrscheinlich einen Tick länger, um die zu verkaufen. Aber sagen wir, du investierst immer wieder die 10, das heißt, du machst dann 3x 8.000 Euro im Jahr, weil deine Ware 3x durchläuft. So, dann hast du aus deinem Geld halt viel, viel mehr rausgeholt. Natürlich muss man sagen, also obwohl Amazon FBA ein geiles Geschäftsmodell ist, wo du ja viele Aufgaben an Amazon abgibst, ist es nicht annähernd so passiv wie Aktien. Also 0,0, das kann man so gar nicht vergleichen. Aber wenn man halt so jung ist wie ich zum Beispiel oder vielleicht auch irgendwo drumherum, auch du bist jetzt in den 30ern. In den 30ern. So. Langsam nähert sich die Linie, aber gut, so ist das halt. So. Aber da musst du halt überlegen, will ich jetzt schon komplett passiv sein oder will ich ein bisschen Gas geben, will ich gucken, dass ich mein Geld zum Arbeiten bringe? Ja. Weil, also um ehrlich zu sein, ansonsten ändert sich ja nicht viel. Ne? Also ja. Ich habe halt sehr schnell für mich verstanden und auch an unsere Klienten, da bewegt sich nichts. Also, ja, du hast das Geld halt auf dem Konto, kannst du schön anschauen, kannst du auszahlen, dann musst du auch dafür die Steuern bezahlen. Ja. Und im Endeffekt ist das ja ein Betrag X, aber das ist nicht ein Betrag, mit dem du arbeiten kannst. Besser wäre, du investierst in ein Geschäftsmodell, was dir tagtäglich Geld bringt. Und dann kannst du ja schauen, okay, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Investiere ich jetzt in Aktien? Investiere ich, halte ich irgendwie ein bisschen in Edelmetalle? Mache ich dann Immobilien irgendwann? Oder gehe ich doch auf Krypto? Das ist dann dir überlassen, welches Risiko oder wo du einfach jetzt, sage ich mal, dein Geld anlegst. Aber du brauchst ein Geschäftsmodell. Aber einer, der sagt, ich lasse die 10.000 Euro auf mein Konto. Das ist ja sowieso ganz schnell. Ja. Du musst erst dein Einkommen erhöhen. Weil, sind wir mal ehrlich, so die Gehälter in Deutschland, kann ja jede Statistik nachgucken, ja. Und die Mieten und Einkaufspreise und alles mögliche, was du hast, da bleibt gar nicht so viel übrig, was du sparen kannst. Richtig. Das heißt, du musst erst mehr Geld verdienen, damit du überhaupt eine vernünftige Sparrate hast und dann kannst du in Sachen investieren. Und das mache ich ja jetzt auch wieder. Ja. So, weil irgendwann denkst du dir, okay, mein komplettes Geld ist in dem Unternehmen, ich nehme ein paar Chips vom Tisch, ich diversifiziere mein Geld so ein bisschen. Ja. Aber wenn du das von Anfang an machst, ja, die paar hundert Euro, die du da sparen kannst, maximal im Monat, das ist besser als nichts zu machen, aber dann hast du halt ein cooles Leben mit 50, 60. Und ich wollte es halt vorher haben. Richtig. Und du fragst dich bestimmt, okay, kann das auch für jeden funktionieren? Kann ich auch solche Ergebnisse wie die Kollegen hier erreichen oder wie andere hier? Zum Beispiel hier siehst du ja einige Hours hier. Oh, auf Dynamo. Auslöst. Auslöst. Unglaublich. Da sind gerade ungefähr 15 Awards umgefallen. So, also nehmen wir mal eins. So. So, hier haben wir zum Beispiel den Martin. So, und der Martin verkauft auch Produkte online. Und übrigens, diese Produkte muss er nicht erfinden. Das heißt, er kauft Produkte, die beim Hersteller liegen. Er verkauft das über Amazon. Das heißt, er muss jetzt mit der Lagerung, Logistik etc. nichts zu tun haben. Kassiert das Geld, kann in weiteren Produkten investieren, das Ganze aufbauen, dass es auch, sage ich mal, rollt, dass da genug hängen bleibt, weil die Marge auch nicht so, wie viele sich glauben, okay, du machst halt 10.000, aber da bleiben halt 25-35%. Aber das Geld nimmst du, reinvestierst du, dann baust du dir was Großes auf und dann kannst du es wieder in anderen Sachen investieren. So ungefähr funktioniert dieses Geschäftsmodell. Im Endeffekt ist es so, dass jeder natürlich gucken muss, was er mit seinen Ressourcen macht. Also Zeit, Geld und Energie ist das, was du hast. Und dein Wissen natürlich. Sowohl für Aktien als auch für Amazon FBA brauchst du gutes Wissen. Du brauchst Startkapital. Und für Amazon FBA brauchst du mehr Zeit, hast aber auch einen deutlich höheren Return. Und da muss natürlich jeder entscheiden, wie fleißig willst du sein, wie viel Gas willst du geben und auch wo willst du in den nächsten 5 bis 10 Jahren überhaupt stehen. Damit bedanke ich mich für deine wertvolle Zeit. Mach's gut. Bis zu einem weiteren Video. Mach's gut. Ciao, ciao.